Hallo und herzlich willkommen im Studio, neues Studio, jetzt hoffentlich auch ohne Hall, so dass ich hoffe, das probiere ich jetzt einfach mal aus und das müssen wir alle ertragen, falls es nicht funktioniert haben sollte, dass ich tatsächlich mit einigermaßen brauchbarer Qualität ins eingebaute Kameramikro quatschen kann. Das spart mir nämlich hinterher eine Menge blöde technische Arbeit, wenn ich Tonspuren übereinander legen muss. Bäh, pui. Das geht zwar zur Not auch, aber ich versuche es jetzt einfach mal so, weil hier dürfte es deutlich weniger hallen, als das früher der Fall gewesen ist in meinem anderen, also alten Studio. Schnupfen immer noch, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Und damit legen wir los. Thema heute ist mal wieder ein Aspekt von Heizen mit Holz. Und zwar, Holzverbrennung ist klimaschädlich, beziehungsweise, um Peter Wohleben zu zitieren, Pelletheizen ist schlechter als Ölheizen für das Klima. So, und das ist eine Aussage, wo man als Holzwissenschaftler, dass ich ja irgendwo bin, ich gebe jetzt zu, ich habe nicht im Aspekt der Holzwissenschaften, die bei mir im Studium zwar drinstehen und auch in meinem Titel, in meinem Studiengang Abschluss drinstehen, ne, Forst- und Holzwissenschaften, habe ich jetzt bei den Holzwissenschaften vielleicht nicht am allermeisten aufgepasst. Aber für so ein paar grundlegende Dinge reicht es auf jeden Fall. Und daher, da es außerdem kein geschützter Begriff ist, darf ich mich schon als Holzwissenschaftler bezeichnen. Gut, aber ist Holzverbrennung denn jetzt nun klimaschädlich? Das ist ja was lange diskutiert wurde. Wir hatten da zuletzt drüber gesprochen, als die EU angeblich Brennheizen mit Holz verbieten wollte, ja, also Brennholznutzung verbieten wollte, wie es manche Leute getitelt haben, was natürlich völliger Quatsch ist. Was sie tatsächlich gemacht haben, ist die Förderung des Heizens mit Holz nach und nach zurückzufahren, schrittweise. Das ist passiert. Mehr aber auch nicht. Das heißt, du kriegst jetzt zum Heizen mit Holz nicht auch noch ein extra Geld, sondern du musst halt mit Holz heizen selber bezahlen, sozusagen. Darauf läuft es im Wesentlichen hinaus. Es ist also viel Lärm um ganz wenig gewesen. Und dass man das in dem Maße reduziert hat, wie man es getan hat, ist vielleicht ganz sinnvoll. Ich hatte da auch ein Video drüber gemacht. So, jedenfalls im Rahmen dieser Diskussion um eben diese neue EU-Verordnung mit dem Förderung von Heizen mit Holz findet nicht mehr statt, haben sich auch diverse Ämter und diverse Leute nochmal zu Wort gemeldet. Ich merke das jetzt erst retrospektiv, das meiste ist so im August ungefähr passiert, was da alles so abgelaufen ist. Und ich möchte halt jetzt nochmal drauf eingehen, also August letzten Jahres, August 22. Und ich habe im Zuge dessen, hatte ich schon vorher ein bisschen entdeckt, aber spätestens dann bin ich aufmerksam geworden auf den YouTube-Kanal vom Dr. Behne. Der ist Umweltwissenschaftler mit Schwerpunkt erneuerbare Energien. Und also der YouTube-Name ist Dr. Behne. Ich glaube, Dr. Benedikt Sauer heißt er. Herzliche Grüße an dieser Stelle, weil das ist hochgradig interessant, was der Dr. Behne hier so macht. Und wer sich für Holz und energetische Holz Nutzung und effizientes Heizen mit Brennholz und solche Späße interessiert, der ist beim Dr. Behne auf dem Kanal sehr, sehr gut aufgehoben. Das ist alles hochgradig wissenschaftlich fundiert. Und ja, wenn ihr mich, mein Zeugs mögt, dann müsstet ihr euch beim Dr. Behne eigentlich auch sehr, sehr wohl fühlen. Wüsste nicht, woran das da scheitern sollte. Gut, ne? Also so viel zum kleinen Werbeblock ungefragterweise und unwissenderweise. Ich habe, glaube ich, keinen Kommentar bei ihm jemals hinterlassen, weil ich ein fauler Sack bin, der kaum Kommentare schreibt. Gut, und jedenfalls hat der Dr. Behne jetzt eben auch zu dieser Thematik Holzverbrennung ist klimaschädlich eine Reaction, will ich es nicht nennen, einen Kommentar abgegeben auf einen Beitrag aus der ARD und zwar von der Sendung Plus Minus vom 25.08.22. Die finden wir momentan noch in der ARD Mediathek. Und wenn man die, das verlinke ich euch auch gerne, die ist nur noch verfügbar bis 24.08.2023, weil ja aus irgendwelchen bekloppten Gründen Dinge in der Mediathek immer nur ein Jahr drin sein dürfen. Öffentlich-rechtlich. Manchmal auch gut, ne? Also so manche Dinge, die die ARD macht, sind ja durchaus gut. Ich zum Beispiel gucke gern die Tagesschau, nicht unkommentiert und nicht ohne drüber nachzudenken, aber gucken tue ich sie schon. Und
Was wollte ich noch sagen? Ja, Arte beispielsweise als öffentlich-rechtliches Beispiel, da schaue ich auch sehr viel und bin da immer sehr begeistert, insbesondere über die Naturdokus. Also das soll jetzt kein Gestänke an den öffentlich-rechtlichen sein. Das eine oder andere Dingens aus dem Fundus von Funk gucke ich sogar auch sehr gerne. Aber ja, Brennholzpreis schießt in die Höhe, immer mehr Kraftwerke, die Gas verstromt haben, werden gerade auf Holzpellets umgestellt. Das ist hier der Untertext zu diesem Beitrag. Das geht irgendwie so gefühlt 12 Minuten, das Gesamtdingens, und da sind ein paar schreckliche Entgleisungen drin und einiges, was der Dr. Bede dann wiederum kommentiert. So, und damit zurück zu Selbrigen, denn der hat unter sein Video erfreulicherweise drunter geschrieben, welche Themen ihm denn so wichtig sind, und so eine kleine Zusammenstellung, worum es geht, in die Videobeschreibung geschrieben, und auf die möchte ich mich jetzt beziehen, weil ich möchte dem Dr. Bede bitte keine Watchtime oder Content oder sonst irgendwas klauen. Also wenn ihr das wissen wollt, was er genau im Einzelnen sagt, dann guckt doch einfach sein Video, und der ARD darf man sicherlich ein bisschen Watchtime und so weiter und so fort klauen. Wir haben sie ja schließlich bezahlt, davon abgesehen. Gut, aber Pelletheizen ist schlechter als Ölheizen für das Klima. Das ist eben das, was der Dr. Behne hier aufführt, und auch das, was der Peter Wohleben in diesem Plus-Minus-Beitrag der ARD relativ gleich am Anfang in der Quintessenz so erzählt. So, und jetzt wissen wir ja vielleicht, dass ich mit dem Herrn Wohleben nicht unbedingt immer einer Meinung bin, vorsichtig ausgedrückt. Und auch in diesem Fall würde ich im ersten Moment mich durchaus dem Thumbnail dieses Videos anschließen und diesen hier machen. Aber wir können das ja mal ein bisschen durchkauen und mal schauen, wie A, die ARD, B, der Wohlleben, C, das Bundesministerium für Umwelt und D, auch noch der WWF, auf die Idee kommen, dass Pelletheizen schlechter fürs Klima sei als Ölheizen. Oder krasser ausgedrückt, Heizen mit Holz ist erheblich schlechter fürs Klima als Heizen mit Gas. Soll man also lieber mit Gas heizen, um den Planeten zu retten, als mit Holz? Ganz ehrlich, jein, weil bei der Heizen mit Holzgeschichte, das darf man ja in keinem Fall immer vergessen, und letztendlich geht es auch darum, aber die Details sind recht spannend, und damit mich nicht gleich falsch verstanden werde oder ihr irgendwas anderes bekommt, als ihr möglicherweise erwartet in diesem Video. Heizen mit Holz ist schon eine gute Idee, aber nur unter bestimmten Bedingungen, weil wir einfach nicht genügend Holz haben, um den Gesamtheizbedarf der Menschheit mit Holz decken zu können. Das funktioniert einfach nicht. Ja, dafür reicht einfach die Waldmenge, die wir auf dem Planeten haben, nicht aus. Die müsste man drastisch erhöhen, damit das dann irgendwie funktionieren würde. Das geht aber nicht, weil dafür sind wir wieder zu viele Menschen und müssten die landwirtschaftliche Fläche reduzieren, um so viel Wald anbauen zu können, dass wir nur noch mit Holz heizen könnten. Würde also alles nicht funktionieren. Das bedeutet, Fazit ist schon irgendwo, dass Heizen mit Holz nicht die ultimative Klimaschutzlösung für die Zukunft sein kann, zumindest nicht die alleinige. Ja, das ist schon richtig, aber Pelletheizen ist schlechter als Ölheizen für das Klima. Davon möchte ich mich vehement distanzieren, und so geht es eben auch dem Dr. Behne. Wir sind uns da in dieser Hinsicht als Fachleute, wenn ich mich so bezeichnen darf, er ist es definitiv. Sind wir uns da einig? So. Er hat jetzt hier noch weitere Themen aufgeführt, wie der deutsche Wald ist in Gefahr, komplett für Holzpellet abgeholzt zu werden. Das ist natürlich ebenfalls völliger Schwachsinn, wie der Dr. Behne auch betitelt. Das ist schlicht und ergreifend rechtlich gar nicht möglich. Du darfst nicht einfach so Zeug, Bäume fällen über den nachhaltigen Hiebsatz hinaus, jedenfalls nicht in den staatlichen Forstbetrieben, und die sind immerhin fast die Hälfte vom Gesamtwald. Im Privatwald gäbe es da so ein paar Optionen, aber auch da muss man schon ein außerordentlich schlechter Waldbauer sein, um auf die Idee zu kommen, so über sowas auch nur ansatzweise nachzudenken. Also diese Gefahr besteht mit Sicherheit nicht. Das ist reine Polemik und Quatsch. Wir haben die Welt aber bis heute nicht verstanden, ist dann wieder was, was aus Richtung Wohlleben kommt. Das ist auch völliger Blödsinn. Selbstverständlich wissen wir noch nicht alles, was es über Waldökosysteme zu wissen gibt, aber von gar nicht verstanden ist auch Quatsch. Ja, gerade so Sachen, die häufig aus Richtung Wohlleben kommen, von
von wegen, man muss ja unbedingt an so irgendwelche Kleinstlebewesen denken, wie die Hornmilben, mit denen er gerne immer wieder mal anfängt. Die Hornmilben sind tatsächlich so unglaublich wichtig für den Wald, dass ich in meinem gesamten Bodenkundestudium noch nie irgendwas von Hornmilben gehört habe und mir kein einziger Prozess in Waldökosystemen, der irgendwie relevant fürs Gesamtökosystem ist, bekannt ist, bei dem Hornmilben einen unverzichtbaren Teil dieses Prozesses darstellen. Ja, die Dinger sind da, die Dinger sind auch ein wichtiger Bestandteil der Bodenfauna, aber weder sind die bedroht, noch müssen wir irgendwas zur Förderung der Hornmilben tun, noch kann man irgendwie sagen, dass irgendwas im Wald nicht funktionieren würde, wenn die Hornmilben weg sind. Nur dass die existieren, bisher wenig untersucht sind, weil sie wenig bedeutend sind, heißt nicht, dass nur weil wir nicht alles über die Hornmilben wissen, wir den gesamten Wald nicht verstanden haben. Aber so den Eindruck bekommt man hin und wieder, zumal der Herr Wohleben sowieso dazu neigt, sich einzelne Leuchtturmthemen rauszupicken, so zu tun, als seien die wichtig und dann darauf rumzureiten, dass dazu viel zu wenig publiziert worden ist. Gut, ne? Also nichts gegen Hornmilben, die sind schon da und die sind auch sicher ein nicht unbedeutender Teil der Bodenfauna, aber ja, du kannst nicht nachweisen, dass ohne Holz Hornmilben irgendwas schlechter laufen würde im Wald. Vielleicht gibt es winzig kleine Einflussfaktoren, die sind aber wenn, dann nur ein kleiner Teil des enorm großen Ganzen und spielen bei weitem nicht so eine Rolle wie der Wasserhaushalt zum Beispiel, ja, oder der Stickstoffhaushalt des Waldes oder die Dauer der Vegetationsperiode. Das sind riesige Räder, an denen gekurbelt wird, um den Waldzustand zu verändern. Die Hornmilben sind im Vergleich dazu ein winzig kleines Druckknöpflein, das du auf oder zu machen kannst. Ja, also da wissen wir schon mit ziemlicher Sicherheit, dass man in den nächsten Jahren in der forstwissenschaftlichen oder waldökologischen Forschung nicht das eine Ding erwischen wird, das jetzt plötzlich revolutionär das Verständnis des Waldes, das bisher ja überhaupt nicht vorherrscht, komplett umkrempeln wird. Es ist schlicht und ergreifend Quatsch, dass wir nichts über den Wald wissen. Über 200 Jahre wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ökosystem haben schon zu einer gesunden Wissensbasis geführt, mit der wir heute auch arbeiten können, was ja auch dringend notwendig ist für die Herausforderungen, die da in Sachen Wald auf uns zukommen. Natürlich ist nicht alles verstanden, ja, aber nichts wissen oder den Wald gar nicht verstanden haben, ist maßlos übertrieben, wie immer. Gut. Holzverbrennung ist doch nicht CO2-neutral? Fragezeichen. Ja, dazu werden wir gleich noch kommen. Und im Rahmen dessen haben die hier nämlich bei dem Plus-Minus-Beitrag den Professor Dr. Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung rangeholt. Jetzt ist das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung durchaus renommiert. Und der Professor Dr. Wolfgang Lucht hat wahrscheinlich seinen ich kann dieses Wort nicht aussprechen, seinen Doktortitel und seinen Professor Habil sozusagen, beziehungsweise seinen Doktor Habil und ihm dann ein Professor verliehen wurde. Professor wirst du in Deutschland ja nur dann, wenn du einen Lehrstuhl bekommst. Davor bist du Doktor Habil, also ein Doktor, der zwar eine boah, es sind Wörter, die ich ums Verrecken nicht aussprechen kann. Kennt ihr das? Also ich habe da so fünf oder was gefühlt von der Sorte, die ich ums Verrecken nicht hinkriege. Aber ja, das gehört dazu. Jedenfalls, ich möchte den Herrn Lucht jetzt hier nicht schlecht machen. Das tut der Doktor Behne auch nicht. Aber wir fragen uns schon beide, zumindest habe ich das im ersten Moment mich dem Doktor Behne da sehr angeschlossen, sehr stark, wie hier sehr viel, was der Doktor Lucht so erzählt, doch sehr vereinfacht klingt und sehr aus dem Zusammenhang gerissen und man sich fragt, inwiefern dadurch ungünstige Schnitte, das eine oder andere, was er hat sagen wollen, doch verfälscht worden ist. Das ist ja kein Vollzeitinterview und der hält da eine halbe Stunde Vortrag, sondern es sind so ein paar Minutenlängliche, 30 Sekunden Abschnitte oder sonst irgendwie, die dann irgendwie zusammenfassen sollen, was der Professor Lucht uns da erzählen will. Und da kann man sich schon fragen, ob das nicht möglicherweise einfach scheiße zusammengeschnitten ist, aus dem Zusammenhang raus. Aber was der Herr Lucht definitiv so sagt, ist,
Holzverbrennung auf die Energieeinheit bezogen produziert 1,5 mal mehr CO2 als die Kohleverbrennung, doppelt so viel wie Heizölverbrennung und sogar dreifach mehr als die Gasverbrennung. So hat das jedenfalls der Dr. Behn hier herausgeschrieben und ich meine das so auch tatsächlich da gelesen zu haben. So, Holzverbrennung ist sehr ineffizient, heißt es dann noch weiter. In deutschen Wäldern stehen meist nur noch Baumstümpfe. Das ist völliger Mumpitz und wenn ihr euch den ARD Plus Minus Beitrag da angucken wollt. Da gibt es irgendwo eine Szene mit einem Wald, der nicht mehr ist, beziehungsweise der nur noch aus ganz wenigen Stämmen besteht, im Grunde so eine normale Fläche, wie man sie derzeit aus dem Harz eigentlich überall sehen kann oder im Sauerland oder Siegerland überall sehen kann. Das ist ja nichts Besonderes. Und hier wird davon geredet, dass dieser Wald abgeholzt wurde für was auch immer. Was dabei vollkommen ignoriert wird, und da ist mir persönlich der Hochdruck gegangen und allein deswegen ist dieser Plus Minus Beitrag ziemlich beschissen, weil das ein wesentliches Detail ist, das man einfach nicht weglassen kann, ohne dass der Beitrag dadurch scheiße wird. Hier wird nämlich suggeriert, da hätte man einfach einen riesigen Kahlschlag gemacht, weil man Bock dazu hatte, weil man Holz haben wollte. Es wird vergessen, dass sämtliche Bäume, die da schon in einem Kahlschlag geerntet worden sind, bereits tot waren oder mindestens im nächsten Jahr tot gewesen wären. Man hat hier also eine sozusagen Notfällung oder auch Räumung genannt, durchgeführt von Holz, das da ohnehin weg musste. Warum musste das weg? Na, weil der Borkenkäfer drin saß und sich sonst weiter ausgebreitet hätte. Es ist zwar zu Recht umstritten, ob die großen Holzfällmaßnahmen 2018 und 2019 unbedingt so hätten sein müssen, weil wir ja wissen, dass der Käfer sich so oder so ausgebreitet hätte. Das wussten wir 18 oder 19 aber noch nicht. Man hat ja keine Glaskugel, außer der Herr Wohlleben natürlich, in die man gucken kann, um vorherzusagen, wie die nächsten Jahre werden. Daher ist das fachlich schon vollkommen richtig gewesen, dass diese Kahlflächen jetzt nun mal da sind und da den Forstleuten den schwarzen Peter zuschieben zu wollen und zu behaupten, dass das jetzt Entschuldigung, ganz, ganz böse ist mit den Kahlflächen, das kann man natürlich machen und die sind ja auch nicht schön, keine Frage und die haben jetzt auch Schwierigkeiten und die werden auch noch Probleme verursachen, aber wirklich viele Alternativen hat es dazu nicht gegeben. Davon abgesehen, ich habe ja schon mehrfach darüber referiert, warum das notwendig gewesen ist, das müssen wir jetzt hier an der Stelle jetzt nicht mehr allzu sehr breit treten. Hier und da kann man das Holz natürlich stehen lassen. Das wurde hier und da ja auch gemacht. Und da brennt im Übrigen jetzt unter Umständen hier und da mal. Das kommt immer drauf an. Es gibt Fälle, wo stehen lassen gut gewesen ist, wo die Situation hinterher besser ist. Es gibt Fälle, wo stehen lassen besser gewesen wäre, was man aber erst hinterher wusste. Und es gibt Fälle, wo stehen lassen eine ziemlich blöde Idee gewesen wäre. Es gibt halt einfach alles. Netto kann ich auf keinen Fall behaupten, dass ich irgendwo sehe, dass da große Fehler passiert sind. Insbesondere da es sich ja um ein Extremereignis eines nie dagewesenen Ausmaßes handelt. Darum hat man auch nicht viel Erfahrung mit Extremereignissen, die es noch nie so in dieser Form gegeben hat. Das muss man halt auch berücksichtigen bei sowas. Gut, also, in deutschen Wäldern stehen meist nur noch Baumstümpfe. Das ist halt auch völlig an der Realität vorbei. Ja, wir haben ungefähr ein bisschen mehr als das Saarland an Waldfläche verloren, beziehungsweise zurückgesetzt auf sehr, sehr kleine Bäume. Das bedeutet aber längst noch nicht, dass das meistens so wäre oder auf einem Großteil der Fläche. Wir haben noch erheblich mehr Wald, an dem tatsächlich auch noch Bäume stehen. Also, so darf man das auch nicht verstehen. Auch wenn es die größte Katastrophe war, die es bisher so gab, hinsichtlich Waldflächenverlust. So, Kohle war ja auch mal Biomasse, also ist das auch CO2-neutral in der Verbrennung. Das ist mal wieder eine Aussage von Greenpeace. Vielleicht habt ihr auch schon mitbekommen, ich bin kein großer Fan von Greenpeace. Die sind auch viel zu populistisch für meinen Geschmack. Viel zu wenig Hintergründe, viel zu sehr offensichtlich ist das auch. Leute ohne Bildungshintergrund jederzeit in der Lage sind, scheinbar Ahnung zu haben, wie Naturschutz funktioniert. Und dann, wenn du einen komplexen Sachverhalt viel zu stark simplifizierst, dann ist es halt scheiße. Kann man zwar so machen, aber sollte man nicht unbedingt. So, und dann als letzten Punkt hat der Dr. Behne noch aufgeführt, wir sollten unsere Wälder nicht mehr für Rohstoffe nutzen. Das ist dann wieder die Meinung vom Wohlleben. Dazu habe ich mich an anderer Stelle geäußert und tue das gerne auch irgendwann bei Gelegenheit nochmal. Gut.
Der Dreh- und Angelpunkt dessen, was nun geschehen wird und meinem Fazit und dessen, was ich dann so ein bisschen erklären möchte, ist jetzt der Punkt, den der Dr. Behne hier in der Mitte des Videos ungefähr aufführt, nämlich das Zitat von dem Professor Lucht, nämlich Holzverbrennung auf die Energieeinheit bezogen, produziert 1,5 mal mehr CO2 als die Kohleverbrennung, doppelt so viel wie die Heizölverbrennung und sogar dreifach mehr als die Gasverbrennung. Im ersten Moment dachte ich mir da auch, hey, das ist doch völliger Mumpitz, wie kommt denn der da drauf? Oder warum geben die keine Quelle dazu an, wenn du sowas von der vom Stand des Wissens Abweichendes behauptest? Ja, dann muss da dringend eine Quelle hin und da muss man erklären, wie man auf diese Zahlen kommt. Und der Dr. Behne ist ja auch ganz entsetzt. Und weil das auch meine erste Reaktion war, also zusammen, dass ich das erst beim Dr. Behne erfahren habe, wollte ich jetzt ursprünglich, das muss ich jetzt gestehen, tatsächlich da ein bisschen drauf eingehen, was das für ein Quatsch ist und das auf keinen Fall stimmen kann und welche Möglichkeiten es gibt, diese Zahlen so zusammenzufälschen, dass das möglicherweise auf so einen Quatsch rauskommt. Hab aber noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und Tatsache ist ja, dass der Professor Lucht wirklich ein ernstzunehmender Wissenschaftler ist. Ja? Also definitiv, da erkennt man nichts in dessen, was man so im Internet über den Herrn finden kann, das irgendwie darauf hinweisen würde, dass der zu den Dödels gehört. Ja, es gibt ja auch innerhalb der renommierten Wissenschaftler, die einen schönen Titel und Ähnliches haben, durchaus hin und wieder mal einen Dödel. Dödels gibt es überall, die sind wirklich omnipräsent. Ist aber zumindest augenscheinlich nicht der Fall und im Zweifel grundsätzlich natürlich immer für den Angeklagten. Daher muss da irgendwas dran sein. Jetzt hat natürlich Plus Minus drauf verzichtet, da Quellen hinzuzufügen und nicht der Professor Lucht, der kann da gar nichts dafür. Und der Dr. Behne hat hinterher mal ein bisschen versucht rumzurecherchieren, das seht ihr ja auch im Beitrag von ihm, um rauszufinden, wo denn bitteschön diese Zahlen herkommen. Und das Interessante ist, dass man dann irgendwann beim wie heißt das? Ich hole mal kurz, Moment. Der da. Beim Quaschning. Hier, der hier, da hat der Dr. Behne in dessen Internetauftritt, ich glaube volkerquaschning.de oder was, ein paar interessante Zahlen gefunden, eben zum CO2-Ausstoß der Holzverbrennung, zumindest ein Beitrag, den der Dr. Behne gefunden hat, schreibt der Professor Quaschning, das ist entweder so ungefähr so auf dem Niveau von Braunkohle oder null bei nachhaltiger Holzwirtschaft oder nachhaltiger Forstwirtschaft. Und Professor Quaschning ist ja sicherlich einer der prominentesten Leute, wenn es um erneuerbare Energien und Klimaschutz geht. Das ist auch genau dem sein Lehrstuhl. Und als das professoriert er auch. Und ich mag den ebenfalls sehr gerne. Er hat auch einen hochgradig interessanten YouTube-Kanal mit einem tollen Humor, Dinge sehr schön dargestellt, gerade was auch die technische Seite der Energiewende angeht, wovon ich keine Ahnung habe, weil ich ja kein Ingenieur bin, Professor Quaschning hingegen schon. Allerdings die Bioenergie bzw. Biomassenutzung kommt bei den erneuerbaren Energien, von denen Professor Quaschning da spricht, meistens ein bisschen kurz für unseren Geschmack. Das geht dem Dr. Behne so, das geht mir so. Es ist halt unsere Profession, das ist klar. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass das, was der Professor Quaschning macht, nicht toll ist. Quaschning ist meines Wissens auch eines der führenden Häupter von Scientists for Future. Scientists for Future hat sich kurz nachdem sich Fridays for Future gebildet, um im Prinzip aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu sagen, ja, im Grunde ist das schon vollkommen richtig, was die jungen Leute da sagen. Das können wir aus der Wissenschaft bestätigen, dass es genau so ist. Da würde ich mich auch anschließen, aber natürlich muss man schon so ein bisschen differenzieren, dass das, was die Wissenschaft sagt, nur schwierig 100% in politische Maßnahmen umsetzbar ist und sich in der Gesellschaft so einfach so durchsetzen lässt. Ja, das wäre schön, wenn das gehen würde, das wäre absolut toll, aber ich verstehe auch schon irgendwo ein Stück weit manchen Politiker, der, wenn er mit den Themen von Fridays for Future konfrontiert wird, erstmal sagt, ja, ich verstehe schon, nur, das müssen wir ja irgendwie noch massentauglich, demokratieverträglich umgesetzt bekommen. Und ich denke, da liegt so ein bisschen der Hund begraben,
bei diesen Themen, dass es eben irgendwie ja auch noch umgesetzt werden muss. Und wenn du jetzt von jetzt auf gleich sagst, ab sofort darf kein CO2 mehr ausgestoßen werden, das ist einfach gesellschaftlich nicht umsetzbar. Da gibt es Aufstände und kein Mensch wählt diejenigen, die das gesagt haben, nochmal. Und bei der nächsten Wahl gewinnt die Partei, die sagt, wir machen das alles wieder rückgängig, haushoch. Das ist von daher also nicht wirklich hilfreich. So, kurzer Schnitt wegen Nase. So, also, beim Quaschning jedenfalls, laut Dr. Behne, steht dann wiederum eine Quelle, das Bundesumweltamt. So, und da habe ich mich auch mal durchgeklickt, und zwar findet man vom Bundesumweltamt, ja, wo haben wir es denn? Hier verlinke ich euch, beziehungsweise packe ich euch zwei, drei Auszüge von hin, eine umfangreiche Tabelle, die der Dr. Behne bei sich auch zitiert. Ich habe sie in ein Jahr aktueller, weil mein Video jünger ist und da war schon die aktualisierte Form von 2021, glaube ich. Ja. Von 2021 verfügbar. Und in dieser Tabelle, und das ist jetzt lustig, widerspricht sich das Bundesumweltamt so ein bisschen selbst. Weil diese Tabelle hier, ja, wie gesagt, verlinke ich, tue ich sie euch und zwei, drei Auszüge schreibe ich euch jetzt hier gleich mal hin. Die widerspricht sich dahingehend mit dem Rest vom Bundesumweltamt, weil das Bundesumweltamt neben dieser jährlich herausgegebenen Tabelle, die bei Holz irgendwelche geringfügigen CO2-Emissionen von, also CO2-Äquivalent ist hier immer die Rede, von 16,156 bei zum Beispiel Holzhackschnitzel oder 23,430 bei Holzhackschnitzel im kleinen Kessel statt in der Einzelfeuerung oder Holzhackschnitzel großer Kessel 23,435 und so weiter und so weiter angibt. Das ist, glaube ich, immer Gramm oder Kilo CO2 pro, was auch immer man da reinschmeißt, pro, ich weiß gerade die Einheit leider nicht. Steht hier garantiert irgendwo angegeben, welche Einheiten da jeweils gelten. Aber ja, wenn man denn nur eine kurze Tabelle rauspickt, ist das gar nicht so einfach. Ach, Gramm pro Kilowattstunde. So, jetzt Gramm pro Kilowattstunde. Okay. Ja, also sagen wir einfach mal Brennholz, Einzelfeuerung 25,36 Gramm pro Kilowattstunde. So, jetzt muss ich mal ein bisschen suchen nach im Vergleich dazu Heizöl und Ähnlichem. Zum Beispiel auf Seite 50 die schöne Tabelle primärenergiebezogene Emissionsfaktoren der Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern. Da gibt es jede Menge andere schöne Tabellen, aber nur damit wir so eine ganz grobe Hausnummer haben, nehmen wir jetzt einfach spaßeshalber mal die da. Und da kommen wir bei Kernenergie auf Gesamt-CO2-Äquivalent Gramm pro Kilowattstunde erzeugten Strom von 18,27. Das ist ziemlich wenig. Warum ist das überhaupt welche? Naja, weil die Vorkette der Kernenergieerzeugung, sprich das Bereitstellen vom Uran und solche Späße, das erzeugt CO2, weil das muss ja erst ausgebuddelt werden und so weiter. Hier wird immer unterschieden in die Vorkette, also was wird an CO2 emittiert, um den entsprechenden Rohstoff überhaupt zur Verfügung zu haben, und in die direkte CO2-Bildung, das bedeutet, was steckt in dem Rohstoff drin, bedeutet bei Kohle, Vorkette ist Kohle aus dem Berg holen, direkte Kohle verbrennen. Was bedeutet im Fall von Braunkohle? Wir haben eine Vorkette von 10,67 Gramm Kilowatt pro Kilowattstunde CO2-Äquivalent und direkte 401, also das 40-fache an Gramm pro Kilowattstunde und so weiter. Was macht insgesamt 412,62 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Energie aus Braunkohle? Und jetzt erinnern wir uns im Bereich Holz, da waren wir so bei 15 bis 25, je nachdem welches Holzprodukt. Ja, und hier widerspricht sich, und darauf möchte ich jetzt hinaus, das Umweltbundesamt so ein Stück weit selber, weil den großen Artikel, den ich vom Umweltbundesamt gefunden habe und über den ich mich auch im ersten Moment sehr aufgeregt habe und mich gefragt habe, wie kann denn das sein? Das ist doch wohl Käse, den verlinke ich euch selbstverständlich ebenfalls. Da steht nämlich jetzt drin, hochoffiziell mit Bundesadler und Deutschlandstreifen, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Heizen mit Holz ist Heizen mit Holz klimaneutral.
Heizen mit Holz ist entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht klimaneutral. Die Holzverbrennung produziert neben Feinstaubemissionen auch CO2 und andere klimarelevante Emissionen wie Methan. Pro produzierter Wärmeeinheit sind die CO2-Emissionen sogar höher als bei fossilen Energieträgern wie Kohle oder Gas. Die Idee einer klimaneutralen Energie, die aus Holz gewonnen wird, liegt der Gedanke einer nachhaltigen Waldnutzung zugrunde. Entschuldigung, der Idee. Liegt also der Gedanke einer nachhaltigen Waldnutzung zugrunde. Die Vorstellung ist, dass die CO2-Emissionen aus der Verbrennung durch die jährliche Einbindung von Kohlenstoff im Waldholz insgesamt ausgeglichen werden. Hierbei wird die vereinfachende Annahme getroffen, dass die durch den Wald erfolgenden Kohlenstoffeinbindungen zum Ausgleich der CO2-Emissionen der Holzverbrennung zur Verfügung stehen. Die Kohlenstoffeinbindung findet aber unabhängig von der Holzverbrennung statt und sollte besser zum Ausgleich anderer nicht vermeidbarer CO2-Emissionen genutzt werden. So viel erstmal bis hier. Dieser Artikel, den ich jetzt zuletzt vorgelesen habe, der war dann so ein bisschen zusammen mit der Tatsache, dass ich beim weiteren Googlen noch einen Beitrag vom WWF gefunden habe, welchen ich euch ebenfalls verlinke, ausschlaggebend, dass ich dann doch angefangen habe, ein bisschen zu zweifeln, ob der Professor, den der Dr. Behne zitiert, der von der ARD zitiert wird, denn wirklich so falsch liegt. Weil in dem WWF-Beitrag ist hier nach diversem Text irgendwann die Rede von nicht mal effizient. Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen ist Holz nicht einmal das prinzipiell effizientere Brennmaterial. Der Heizwert von Holz ist geringer als der von Kohle, Öl oder Gas. Um aus Holz die gleiche Menge an Energie zu erhalten, muss eine größere Menge verbrannt werden. Berechnungen des Weltklimarates zufolge setzt Heizen mit Holz fast doppelt so viel CO2 frei wie der Einsatz von Gas. Das heißt, wenn ein fossiler Brennstoff durch Holz ersetzt wird, steigt die Menge an Kohlenstoff, die bei der Produktion von Energie und Wärme abgegeben wird. Pro Megawattstunde sind es bei Gas 202 Kilogramm CO2, bei Steinkohle 340 Kilogramm CO2 und bei Holz 403. Und das ist ziemlich genau das Doppelte von dem, was hier bei Gas angegeben wird. So, und spätestens jetzt muss man schon leider skeptisch sein. Und als großer Fan der Holzverfeuerung, was ja auch einfach dadurch, dass ich Holzwissenschaftler ja auch irgendwo bin, ein bisschen ins Grübeln kommen, ne? Weil die Quelle, die hier angegeben ist, ist nicht nur ein Professor vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, sondern der Weltklimarat, ja? Der WWF. Die sind politisch, ne? Die sind keine wissenschaftliche Organisation, die haben eine Agenda, die wollen was Bestimmtes erreichen. Das, was sie erreichen wollen, ist natürlich sehr gut, keine Frage, ne? Der WWF ist schon nicht böse. Aber das ist immer als Quelle immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wenn zum Beispiel Greenpeace irgendeine Studie veröffentlicht, dann veröffentlichen die sich deswegen, weil da was drinsteht, was Greenpeace nützt, was Greenpeace Thesen zu, wie man mit der Natur umgehen sollte, stützt. Die veröffentlichen keine Studie, in der drinsteht, ach, Umweltschutz ist gar nicht so wichtig, Greenpeace können wir eigentlich abschaffen. Ja, das heißt, da ist immer ein gewisser Bias, eine gewisse, wir veröffentlichen nur Zeug, was uns nützt, Geschichte drin, das ist so ähnlich wie das der Wohlleben auch macht. Man spricht da auch gerne in der Wissenschaft von Cherry-Picking, das heißt, nur Studien sind nur dann relevant, wenn das drinsteht, was ich hören möchte, beziehungsweise was mir nutzt und meine These unterstützt. Studien, in denen das Gegenteil von dem, was meine These unterstützt, drinsteht, die werden von mir einfach unter den Teppich gekehrt. Das heißt, aus dem Gesamtpool der vorhandenen wissenschaftlichen Datenlage kann man sich als Eisbecher vorstellen mit viel Sahne obendrauf und einer Kirsche, schnappt man sich nur die Kirsche, die man brauchen kann, den ganzen Rest kippt man unter den Tisch oder wohin auch immer. Ja, und das
ist natürlich auch im Rahmen der politischen Meinungsmache, die ja legitim ist, selbstverständlich. Wenn man politische Interessen hat, muss man auch politische Meinungsmache betreiben, um diese Interessen durchzusetzen. Im Fall von WWF sind es ja meistens gute Interessen. Aber das ist natürlich eine Manipulation und das ist kein wissenschaftliches Arbeiten, weil da darf ja wirklich nur mit den reinen Fakten und den reinen Daten argumentiert werden. Der Weltklimarat, der hier zitiert wird, das ist der IPCC, der Intergovernmental Panel for Climate Change, und setzt sich zusammen aus den führenden Wissenschaftlern ihrer jeweiligen Fachbereiche, die im Bereich Klimawandelforschung aktiv am Forschen sind und dann alle paar Jahre eben den neuen IPCC-Bericht herausgeben, wo die neuesten Erkenntnisse dieser Forschung zusammengefasst werden. Das Ding wird von der kompletten Fachwelt, die irgendwas mit Klimawandelforschung zu tun hat, gegengelesen. Da hocken ein Haufen Leute drüber, dass da auch ja kein Stuss drin steht. Es wird ganz viel über die Formulierung und Ausformulierung der Texte gestritten. Und wenn da tatsächlich drin steht, dass Heizen mit Holz fast doppelt so viel CO2 frei werden lässt wie der Einsatz von Gas, und ich jetzt mal einfach dem WWF unterstelle, dass sie das schon korrekt da irgendwo abgeschrieben haben, spätestens da wird man dann stutzig. So, und jetzt brauchen wir ein Tool, das ich selten verwende, das aber in Momenten des Zweifels manchmal sehr hilfreich sein kann und zwar auch für jede Menge Frustration in meinem Leben verantwortlich ist, aber man kommt einfach nicht drum herum, wenn man einigermaßen seriös in einem Wissenschaftsgebiet unterwegs sein möchte, in dem das manchmal erforderlich ist, die Mathematik. Vielleicht brauchen wir auch das Periodensystem der Elemente und ein bisschen chemisches Grundwissen. So, jetzt soll man ja niemals Mathe vor laufender Kamera machen, darum habe ich das hier nochmal aufgeschrieben. Dummerweise ist bei mir etwas die Stimme in Mitleidenschaft geraten. Daher versuche ich es einfach mal trotzdem möglichst leise vorzulesen. Und ihr könnt versuchen, das nachzuvollziehen. Ich habe es ja auch extra nochmal hingeschrieben und bitte die rot unterstrichenen Wörter zu entschuldigen. Wahrscheinlich findet ihr da noch zusätzliche Rechtschreibfehler. Ich bin gerade, wie gesagt, etwas angeschlagen. Gut, also. Wir vergleichen Erdgas und Brennholz hinsichtlich Brennwert und CO2-Emissionen. Erdgas besteht zu ca. 85% aus Methan. Methan hat dann wiederum einen Brennwert von 15,4 Kilowattstunden pro Kilo. Und Holz, und das ist wichtig, besteht selten zu 100% aus Holz. Da ist ja noch Wasser drin. Ein Holz ist nie 100% trocken. Das muss man also industriell und aufwendig auf tatsächlich vollkommene Trockenheit runtertrocknen. Das macht überhaupt keinen Sinn für ein Brennholz. Daher hat es einen durchschnittlichen Brennwert von 5,6 Kilowattstunden pro Kilo. Das ist so ein Praxiswert bei dem bisschen Wassergehalt, was im Holz noch drin ist. Damit können wir also auf jeden Fall arbeiten. Aber man könnte da jetzt noch lange rumrechnen, was für ein Brennwert Holz jetzt eigentlich hat. Ist außerdem noch von der Holzart abhängig. Was das angeht, ist Methan relativ einfach zu berechnen, weil es halt immer CH4 ist und ja, damit ein definiertes Molekül, wo man das ganz klar sagen kann. Gut, also wie viel Kohlenstoff steckt jetzt in Methan? Dass das CH4 ist, habe ich ja schon gesagt. Und dafür müssen wir erstmal wissen, was wiegt so ein Methan. Dann kann man sich das auch immer so ein bisschen grob ausrechnen, wie hoch ist denn eigentlich der Kohlenstoffanteil da dran. Also sprich, ein Wasserstoff wiegt 1 Gramm pro Mol, ein Kohlenstoff wiegt 12 Gramm pro Mol, beides zusammen, also alles 5 zusammen eigentlich, es sind ja 4 Wasserstoffe. Da sind wir dann bei 16 Gramm pro Mol, davon sind aber nur 12 Gramm Kohlenstoff, das heißt 12 Sechzehntel oder 0,75 Kilo Kohlenstoff sind in einem Kilo Methan enthalten. Ich hoffe, soweit kann man mir noch folgen, also 3/4 sozusagen. Ja, und wenn wir jetzt unseren Methan hier anzünden, dann werden da eben entsprechend so viel Kohlenstoffatome frei, wie da eben drin stecken. Das heißt, da da nur 85% Methan in unserem Erdgas enthalten ist, sind das 0,6475 Kilo Kohlenstoff pro Kilo Methan. Ja, also nicht ganz 3/4, weil es sind ja nur 85% Methan im Erdgas. 0,6475 Kilo Kohlenstoff pro Kilo Erdgas müsste da stehen. Ja, also da habe ich mich verschrieben. Bitte, bitte das zu entschuldigen.
Beim Freisetzen verbindet sich Kohlenstoff mit zweimal Sauerstoff zu CO2. Das heißt, das Zeug wird oxidiert. Der Chemiker spricht von einer Oxidation, wenn irgendwas sich mit Sauerstoff verbindet. In vielen Fällen verbrennt es dabei, beziehungsweise in vielen Fällen gibt es sogar eine Flammenbildung. Nicht in jedem Fall, aber trotzdem ist es eine Oxidation. Und dabei wird das Gesamtmolekül einfach größer. Aber statt einem einzelnen Kohlenstoff darum fliegt, haben wir da jetzt einen Kohlenstoff mit zwei Sauerstoffen, der da rumfliegt. Und so ein CO2 wiegt dementsprechend mehr, nämlich 44 Gramm pro Mol und nicht nur 12, wie der Kohlenstoff selber. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir wissen zwar, dass wir 0,6475 Kilo Kohlenstoff abgegeben haben, wir wissen aber noch nicht, wie viel CO2 das ist. Und deswegen ist es wichtig, dass CO2 eben 44 Gramm pro Mol wiegt und Kohlenstoff nur 12. Und wenn man das dann entsprechend ausrechnet, dann kriegt man einen Umrechnungsfaktor von 3,67 und dann kommt man auf 2,31 Kilo CO2 pro 1 Kilo verbranntes Erdgas. Aha, also das ist das Endergebnis. Wenn man ein Erdgas verheizen, gibt es 2,31 Kilo CO2, die in der Atmosphäre landen. So, das spielen wir jetzt mal mit dem Holz durch. Ah, halt, nee, doch noch nicht Holz. Ich habe noch vergessen zu sagen, wenn Erdgas nur zu 85% aus Methan besteht, was ist denn dann der Rest? Naja, vorwiegend Wasserstoff und dann halt auch diversen anderen Krempel. Das hat zum Teil schon auch noch einen Brennwert und zum Teil sind es auch Verbindungen, die nochmal Kohlenstoff enthalten. Es könnte also dann sein, dass da noch ein bisschen mehr Kohlenstoff aufgrund von diesen 15% Rest frei wird. Aber das ignorieren wir jetzt für unsere Zwecke, ist das jetzt gerade nicht erheblich. Es geht hier nur um Näherungsweise und nicht um einen exakten Wert, den man irgendwo abdrucken könnte. So, hier haben wir jetzt Holz. Holz enthält ca. 50% Kohlenstoff, ein bisschen Sauerstoff drin, ein bisschen Wasserstoff drin und ganz überwiegend sonst noch sogenannte Asche. Ich habe jetzt hier mal Sonstiges geschrieben, aber im Grunde ist die Asche, die du bekommst, wenn du dein Holz vollständig verbrennst, das, was da noch an anorganischem Krempel drin war, unter anderem Stickstoffverbindungen, die nicht brennbar waren, ein bisschen Kalzium, ein bisschen Magnesium, so ein Zeug. So, ein Kilo Holz, wenn das verbrennt, setzt ca. 500 Gramm Kohlenstoff frei, weil Holz besteht zu etwa Hälfte aus Kohlenstoff und dann ist die Hälfte von dem Kilo logischerweise 500 Gramm. Das ist auch so ein näherungsweise Wert, das kommt darauf an, was für ein Holz, wie das gewachsen ist und so weiter und so fort. Also rechnen wir aber jetzt spaßeshalber das Ganze wieder auf CO2 um, das heißt wieder mit unserem Umrechenfaktor 3,67 multiplizieren, dann kriegen wir 1,835 Kilo CO2 pro Kilo verbranntes Holz. So, das ist jetzt erstmal interessanterweise gar nicht mal so viel und jetzt könnte man fast meinen, das sei jetzt besser als die Erdgaslösung, weil da wird 2,31 Kilo frei, ne? Ist aber nicht so, weil, das fette Aber mit den drei Ausrufezeichen, Brennwert wird jetzt wichtig. Da Holz pro Kilo nur 5,6 Kilowattstunden pro Kilogramm Energie liefert, das ist doppelt gemoppelt, egal, Methan aber 15,4 Kilowattstunden pro Kilo, ist Erdgas logischerweise kein reines Methan, ja, das müssen wir jetzt auch nochmal umrechnen, das heißt, wir machen 15,4, also den Brennwert von reinem Methan, mal 0,85, weil wir davon nur 85% haben, und bekommen 13,09 Kilowattstunden pro Kilo Erdgas, das wir verheizen. So, wir brauchen also grob, das habe ich jetzt einfach mal so ausgerechnet, ohne das jetzt groß aufzuschreiben, 2,35 Kilo Holz, um auf denselben Brennwert wie ein Kilo Erdgas zu kommen. Ja, also wenn man das grob 5,6 verdoppeln, reicht noch nicht ganz an die 13,9 dran, dann macht man halt ein bisschen mehr als verdoppeln, ne? Und grob so 2,35 Kilo Holz. Das ist auch ein Literaturwert, wo habe ich den denn gefunden, weiß ich schon nicht mehr. Bin krank, ich darf das jetzt nicht wissen oder brauche das jetzt nicht wissen. So, das heißt, Holz setzt, weil man eben 2,35 Kilo davon verheizen muss, um die gleiche Energie zu bekommen, 4,31 Kilo CO2 frei und Erdgas setzt 2,31 Kilo CO2 frei. So, und damit sind wir jetzt im Fazit und das ist genau das, was auch beim IPCC geschrieben steht, dabei, dass Holz circa doppelt so viel CO2 freisetzt, also Heizen mit Holz doppelt so viel CO2 freisetzt wie Heizen mit Erdgas.
Erstmal, ja, was ich im weiteren Verlauf vom Video allerdings gar nicht angesprochen habe, bei Erdgas, also wenn man Erdgas als Heizlösung einsetzt, dann emittiert man zwar relativ wenig CO2 für die Energie, die man rausholt, aber da kommen, und das werden bei den meisten Statistiken nicht mit einbezogen, auch noch enorme Verluste dazu, wenn das Erdgas durch irgendeine Pipeline, also eine Pipeline, transportiert wird, weil Pipelines sind nie ganz dicht. Und wenn Erdgas, sprich 85% Methan ohne jede Verbrennung einfach so in die Atmosphäre gerät, dann ist das erheblich, ich glaube Faktor 24, klimarelevanter als CO2. Und damit ist jedes Kilo entweichendes Methan, direkt entweichendes Methan entspricht also quasi 24 Kilo entweichendem CO2, also bei der Verbrennung entstehenden CO2. Das heißt, der Faktor an Methan, der über die Pipeline, die undichte Pipeline, abgegeben wird, spielt eine ganz, ganz große Rolle und ist bei ganz vielen Untersuchungen nicht mit berücksichtigt. Aber wenn man jetzt das Zeug im Haus verbrennt oder einfach mal in der Heizanlage verbrennt, dann sind das die Zahlen, die dann hinterher bei rauskommen, ja. Da kann man noch ganz viele andere Faktoren mit einrechnen, die da irgendwie bei der Beschaffung vom Holz eine Rolle spielen. Zum Beispiel, je nachdem, wie weit du das Holz fahren musst, desto schlechter wird die CO2-Bilanz, weil das Holz ist schwer. Da kannst du nicht so viel Holz auf einmal transportieren, musst du möglicherweise mehrfach fahren oder musst mit einem riesigen LKW fahren, der hat dann auch einen enormen CO2-Ausstoß und, und. Also ist es schon nicht ganz trivial, die exakte Zahl wirklich rauszufinden, was da mit Folge Emissionen quasi tatsächlich in der CO2-Bilanz drin steckt. So, jetzt kann ich nicht mehr reden und daher zurück zum Ben vor Ort, weil der hat das vorher gesprochen, bevor die Stimme versagt ist, und der kann auch reden. So, und das bringt uns jetzt zu dem Part, also doch richtig. Dann stimmt der Artikel vom Bundesumweltamt. Und sogar Wohlleben hat recht. Holz verbrennen, furchtbar fürs Klima. Ja? Mit Pelletheizen schlechter als Ölheizen fürs Klima. Ist das tatsächlich so? Habe ich mich derart geirrt, dass neuerdings der Wohlleben recht hat und ich nicht? Nee. Böse, ne? Ja, das Problem ist, hier ist nicht zu Ende gedacht worden. Ja, das ist einfach zu kurzfristig. Und diese kurzfristige Denke, dass sie das Gesamtsystem nicht ausreichend in seiner Komplexität zur Würdigung gekommen ist, möchte ich hier auch dem Umweltbundesamt mit ihrem tollen Artikel unterstellen. Das selbstverständlich auch dem Wohlleben. Das ist ja nichts Neues, dass der nicht besonders langfristig und über 17 Ecken denkt. Wär ja, das wäre ja mal was, wenn er das mal machen würde. Dann wären wir uns auch in vielen Punkten einiger. Ja, aber das ist das Hauptproblem, dass hier nicht alle Faktoren mit eingeflossen sind. Denn es gibt halt schon nochmal einen wesentlichen Unterschied zwischen Kohlenstoff, außenaktiven, kurzfristigen Zyklus, der sich ständig durchtauscht, und Kohlenstoff, der seit Jahrmillionen aus diesem aktiven, sich ständig durchtauschenden Zyklus raus ist. Das spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle und ist für insbesondere das weitere Vorgehen zur Abmilderung der Folgen des Klimawandels ganz entscheidend, dass man das berücksichtigt. Und wenn man das tut, dann ist Holz auf einmal wieder besser. Ja? Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir gucken uns mal den globalen CO2-Pool an, also sämtliches CO2, das auf dem Planeten so unterwegs ist, beziehungsweise CO2, beziehungsweise Kohlenstoff. Ja, das wechselt sich ja gegenseitig ab. Wenn CO2 langfristig gebunden wird, wird es in Form von Kohlenstoff gebunden. Das O2, was da noch dranhängt, ist dann schon längst irgendwo anders verschwunden und geistert entweder in der Atmosphäre rum oder hat ein Stück Eisen oxidiert oder macht sonst irgendwas auf dem Planeten. Hoffentlich was Gutes. Ja, ist nicht immer was Gutes. Sonst Sauerstoff ist ganz schön radikal. Chemikerwitz. Egal. Jedenfalls, für den kompletten Kreislauf des Kohlenstoffs auf unserer Erde müssen wir wissen, dass es da drei Komponenten des Kreislaufsystems gibt. Wir können negativ
alle drei beeinflussen. Wir können positiv, aber nur eine, wenn überhaupt, beeinflussen. So, und zwar haben wir hier einen kurzfristigen Umlauf, einen mittelfristigen Umlauf und eine langfristig gebundene Komponente. Ja? Und das muss jetzt unterschieden werden. So, kurzfristiger Umlauf heißt, das ist genau das CO2 in der Atmosphäre, das Pflanzen zur Verfügung, das erstens mal fürs Wetter verantwortlich, mit fürs Wetter, sprich den Treibhauseffekt verantwortlich ist und Pflanzen direkt zur Verfügung steht, um aus der Atmosphäre sofort aufgenommen zu werden, um im Rahmen der Photosynthese zum Beispiel neues Holz zu bilden. Darum geht es hier ja schließlich. Und das ist quasi dafür jederzeit atmosphärisch verfügbar. Gleichzeitig sämtliches CO2, das bei irgendwelchen Verbrennungs- oder Atmungsprozessen wieder frei wird, landet auch sofort wieder in der Atmosphäre. Wir können uns das also folgendermaßen vereinfacht vorstellen. Die Atmosphäre ist der Zwischenspeicher, in den das emittierte, gerade jetzt aktuell emittierte CO2 mal eben reinkommt, von wo raus es wiederum rauskommt, weil es von Pflanzen irgendwo eingebaut wird, ne? Vorzugsweise in Holz oder in anderer pflanzlicher Biomasse. So, das ist der kurzfristige Kreislauf. Ja? Der mittelfristige Kreislauf, das ist im Wesentlichen der Ozean, da mag es noch ein paar andere Faktoren geben, nämlich je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto mehr diffundiert ins Wasser. Im Wasser wird es teilweise nach tief unten durch Meeresströmungen und solche Späße transportiert und ein großer Teil des CO2, was mal im Wasser gelandet ist, bleibt da sehr lange, weil wenn das erstmal in der Tiefsee ist, dauert das eine Weile, bis das wieder hochkommt. Ja? Gleichzeitig ist gerade wenig CO2 in der Atmosphäre, wird das Meer etwas mehr CO2 abgeben. Das Meer CO2, das ist ja ein tolles Wortspiel. Und wenn wiederum viel im Vergleich dazu in der Atmosphäre ist, wird das Meer etwas mehr aufnehmen. Und das gleicht sich eigentlich durch die Konzentrationsgefälle immer irgendwie so ein bisschen gegenseitig an. Das ist durchaus relevant, sehr relevant sogar, aber ein sehr langsam stattfindender Prozess. Und den können wir außer an den Konzentrationsgefälle irgendwie rumzuschrauben, indem wir mehr oder weniger CO2 in die Atmosphäre oder alternativ direkt in den Ozean pusten, können wir an diesen Prozess wenig beeinflussen. Ja, der findet zwar statt und ist auch wichtig, aber nicht menschenrelevant irgendwo, ne? Außer zu akademischen Zwecken. So, und dann gibt es noch das langfristig gebundene CO2. Das sind vor allen Dingen Carbonate und Kohle. Carbonate sind zum Beispiel Kalksteine, die bestehen tatsächlich aus Calciumcarbonat und Carbonat ist ein C, das da am Calcium dran hängt und dieses C ist Kohlenstoff, der jetzt in Form von einem Stein zusammen mit einem Calcium in der Gegend rumliegt. Oder alternativen Magnesiumcarbonat, das wäre dann zum Beispiel Dolomit. Das gleiche Phänomen, da liegt Magnesium mit einem Kohlenstoff als Stein in der Gegend rum. So ein Stein, wenn man einen Stein ein bisschen zugeguckt hat, was so ein Stein so tut im Laufe des Tages, der macht nicht viel. Ja? Und wenn man sehr viel Zeit damit verbringt, Steinen beim Nichtstun zuzuschauen, wird man feststellen, die machen tatsächlich wirklich nicht viel. So, und das ist jetzt das Schöne, denn wenn ein Kohlenstoff mal in Form eines Steins, eine Steinkohle ist letztendlich ja auch eine Form von Stein, ne, wirklich mal diesen Zustand erreicht hat, dann bleibt der Kohlenstoff da verdammt lange drin, wenn nicht irgendein Dödel auf die Idee kommt, besagten Stein, so er dann brennbar ist, wie eine Kohle, anzuzünden. Weil in diesem Fall landet ein seit Jahrmillionen aus dem Atmosphäre kurzfristigen CO2-Kreislauf herausgenommener Kohlenstoff plötzlich auf einmal da wieder drin. Und zwar nicht über einen langsamen Prozess von Jahrmillionen, wie er da früher mal rausgekommen ist, sondern sofort. Ja? Und das spielt jetzt eine große, große Rolle. Der Pool des kurzfristig verfügbaren CO2, des atmosphärischen CO2, des in der Biomasse gebundenen, in den Tieren gebundenen, in der Erdoberfläche gebundenen,
plus in der Atmosphäre rumfliegenden CO2s, der hat die Größe X. Ja? Vorindustriell war da auch nicht viel mehr drin als X. Ja? Und die letzten paar Millionen Jährchen immer nur die Menge X. Da hat sich wenig dran getan. Das hat sich immer schön ausgeglichen. Der Ozean hat als Puffer, mittelfristiger Puffer, das Ganze schön ausgeglichen. Und da ist nicht viel passiert. So, bis wir hingegangen sind und plötzlich angefangen haben, Kohlenstoffdioxid aus dem festgesetzten Teil der Erde, ja, das Zeug, was eigentlich außerhalb von Jahrmillionszeiträumen nie mehr in der Erdatmosphäre hätte landen sollen, davon haben wir einen Großteil jetzt doch plötzlich wieder in die Atmosphäre gepustet und das in wenigen hundert Jahren. So, und das ist der Knackpunkt. Das ist für alle Fragen und beziehungsweise alle Probleme, die mit dem Klimawandel einhergehen, der wesentliche Knackpunkt, dass wir eine Menge von CO2, die da seit Jahrmillionen nicht mehr drin ist, schlagartig plötzlich wieder in die Atmosphäre entlassen haben. Und das kann nicht gut sein. Ja? Und jetzt kommt der Knackpunkt für die weitere Vorgehensweise. Ja? Wenn man nämlich jetzt sagt, okay, Holz emittiert mehr CO2 als zum Beispiel Erdöl und dann lieber mit Erdöl heizt, weil das ja weniger CO2 emittiert, dann erhöht man dadurch, dass man aus dem Erdöl neues CO2 in den Gesamtpool des schnell verfügbaren CO2 reinschmeißt, die Gesamtmenge des atmosphärischen CO2s. Ja? Macht man das Gleiche mit Holz, egal wie viel CO2 das emittiert, dann schmeißt du gerade wieder in die Atmosphäre rein, was vor etwa 100 Jahren aus der Atmosphäre rausgenommen wurde. Und am Gesamtpool, an der Gesamtgröße X plus industrielle Revolution der in der Atmosphäre rumschwirrenden CO2-Menge ändert sich nichts. So, und drum sprechen viele Leute in den Biowissenschaften beziehungsweise in der Energienutzung, biologischer Energienutzung, von CO2-Neutralität, weil die Menge des sich im Umlauf befindlichen CO2s sich erstmal nicht ändert, wenn du mit Holz heizt, das, und das ist jetzt entscheidend, aus nachhaltiger Landwirtschaft beziehungsweise Forstwirtschaft stammt. Meistens Forstwirtschaft. Landwirtschaft kann auch mal Holz produzieren, so ist das ja nicht. Und das wiederum bedeutet, auf einer großen Fläche gerechnet, wenn du jedes Jahr, sagen wir mal, 1% von deinem Wald als Brennholz nutzt und nach 100 Jahren 100% des Waldes genutzt sind, aber immer nur 1% auf einmal, kann 99% der restlichen Waldfläche jedes Jahr auch noch ein Stückchen weiter nachwachsen. Und das wäre dann durchaus ein nachhaltiges System, weil 100 Jahre reichen, dass auf der Fläche, in der du im Jahr 1 den Wald platt gemacht hast, nach 100 Jahren wieder ein 100-jähriger Wald steht, den du wieder platt machen kannst. Das nennt man erstmal, das ist zwar eine einfache Nachhaltigkeit, aber trotzdem ist es erstmal eine Nachhaltigkeit. Ja, und drum eben hat man bisher immer gesagt, CO2-neutraler Brennstoff, weil sich eben an der atmosphärischen Gesamtmenge nichts ändert. Neutral bedeutet nicht CO2 positiv im Sinne von, dass CO2 mehr CO2 gespeichert wird als emittiert wird. Das kann Holz schon nicht leisten. Ja, das ist richtig. Wir haben also letztendlich, wenn wir mit Holz heizen, hinterher nicht wirklich mehr CO2, weniger CO2 in der Atmosphäre, aber wir haben auch nicht mehr CO2 in der Atmosphäre. Und ein Verharren auf demselben Level ist immer noch besser, als alles immer noch schlimmer zu machen. So, das bringt uns jetzt also zu dem Fazit: Heizen mit Holz per se ist erstmal nicht toll. Ja, besser wäre es, mit etwas zu heizen, was gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre rauszieht. Da das aber nicht existiert, ist tatsächlich Heizen mit Holz, wenn wir überhaupt was verbrennen wollen. Ja, gibt natürlich ja noch Wind als Lösung, Photovoltaik, die berühmte Wärmepumpe und so ein Zeugs. Ne? Davon fange ich gleich nicht erst an. Aber wenn wir was verbrennen wollen, dann ist es immer besser fürs Gesamtklima, etwas zu verbrennen, das nicht die Gesamtmenge des sich im Umlauf befindlichen CO2s vergrößert. So, und außerdem, jedes Mal, wenn du ein Stück Holz nutzt, um Wärme zu erzeugen, nutzt du stattdessen nicht
ein Stück Öl, ein Stück Kohle oder ein Stück Erdgas. Jedes bisschen Verwendung von Holz substituiert, wir sprechen hier vom Substitutionseffekt, der ist ganz wichtig in der Forschung in Sachen regenerative Energiesysteme. Jedes Mal, wenn du mit Holz heizt, substituierst du einen fossilen Energieträger. Ja, es sei denn, du heizt irgendwo mit Holz, wo du sonst alternativ mit Wasserkraft heizen würdest, also mit Strom aus Wasserkraft zum Beispiel. Ja, dann wär's doof, mit Holz zu heizen, wenn dir die Möglichkeit, mit Wasserkraft, Strom aus Wasserkraft zu heizen, zur Verfügung stehen würde. Hast du aber Alternative, nur Heizöl zu Holz, dann ist Holz besser als Heizöl, weil, habe ich ja jetzt gesagt, du hast weniger Heizöl verbraucht und damit steigt die Gesamtmenge des im Umkreisbelauf befindlichen CO2s nicht weiter an. So, und jetzt kommen wir zum Denkfehler des Umweltbundesamts, gleich nachdem ich den Akku gewechselt habe. Jetzt muss ich doch nochmal sprechen, um klarzustellen, gemeint ist das Bundesumweltministerium mit der Bundesumweltministerin, das ist die hier, das ist Frau Lemke von den Grünen und ja, die muss natürlich den Kopf hinhalten für alles, was ihr Ministerium so tut, so funktioniert es nun mal in Deutschland. Das Bundesumweltamt hingegen wäre folgendes. Da. Das ist also offensichtlich auch was Wichtiges. Bundesoberbehörde, jetzt fragt mich bloß nicht, wie die Stellung der jeweiligen Behörden unserer Bundesrepublik so funktionieren, habe ich keinen Schimmer von. Aber hat immerhin 1600 Bedienstete und 165 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung, ist also nicht ganz unbedeutend und untersteht dann aber direkt dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Verbraucherschutz, nee, die sind wieder bei den anderen, ach, das soll mal einer kapieren. Also nur, es ist kompliziert und man kann beide Begriffe schon mal durcheinander schmeißen, darauf möchte ich hinaus. Weiter im Text. Dafür lese ich hier nochmal einen Abschnitt dieser Internetseite des Umweltbundesamts vor. Die Idee einer klimaneutralen Energie, die aus Holz gewonnen wird, liegt der Idee einer klimaneutralen Energie, die aus Holz gewonnen wird, liegt der Gedanke einer nachhaltigen Waldnutzung zugrunde. Die Vorstellung ist, dass die CO2-Emission aus der Verbrennung durch die jährliche Einbindung von Kohlenstoff im Waldholz insgesamt ausgeglichen werden. Hierbei wird die vereinfachende Annahme getroffen, dass die durch den Wald erfolgende Kohlenstoffeinbindung zum Ausgleich der CO2-Emission der Holzverbrennung zur Verfügung stehen. Diese Kohlenstoffeinbindung findet aber unabhängig von der Holzverbrennung statt und sollte besser zum Ausgleich anderer nicht vermeidbarer CO2-Emissionen genutzt werden. So, grundsätzlich ist das jetzt erstmal gar nicht ganz falsch, weil wenn wir überhaupt keine CO2-Emissionen mehr hätten, und der Wald einfach wachsen würde und nur noch CO2 aus der Atmosphäre rausholen würde, dann wäre das natürlich toll. Ne? Das wäre grundsätzlich erstmal schön. Und damit kann ich ein Stück weit verstehen, dass hier die nur einmal vorhandene CO2-Senkewirkung des Waldes möglichst genutzt werden soll, um unvermeidbare CO2-Emissionen auszugleichen. Unvermeidbar könnte zum Beispiel bis auf absehbare Zeit zu ziemlich großen Teilen der Flugverkehr sein. Schwerindustrie wie Stahlherstellung, Aluminiumbalken und solche Späße, das frisst einfach derart viel Energie, dass das bis auf absehbare Zeit ohne fossile Energieträger erstmal fast nicht vorstellbar zu sein scheint. Man kann das ein Stück weit mit Wasserstoff machen, aber dann müsste es grüner Wasserstoff sein und der müsste auch erstmal da sein. Und ja, also da gibt es so ein paar Sachen, wo es wirklich saumäßig schwierig wäre, das einfach mit zum Beispiel Energie aus Photovoltaik oder Windkraft zu lösen. Ja? Und ist irgendwo richtig, dass für eine klimaneutrale bzw. CO2-neutrale Zukunft zwei Faktoren vorliegen müssen. Erstens, CO2-Emissionen senken, wo geht. Aber an dem Punkt, wo nicht mehr weiter gesenkt werden kann, weil keine notwendige Technologie zur Verfügung steht, da muss die noch vorhandene CO2-Emission kompensiert werden.
Allein das, was 80 Millionen Menschen ausatmen in Form von in Deutschland oder 8 Milliarden Menschen ausatmen in Form von weltweit, das muss ja auch irgendwie kompensiert werden. Ja, wäre normalerweise kein Problem, wenn wir nicht noch den ganzen anderen Scheiß noch mit zusätzlich in die Atmosphäre pusten würden. Also tatsächlich ist die Atmung der Menschheit mit die kleinste Nummer an CO2-Emissionen, die von der Menschheit verursacht wird. Also jedes bisschen Industrie, jedes bisschen Straßenverkehr ist da gleich nochmal eine ganz, 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 ganz andere Hausnummer. Denn der menschliche Körper ist für die Leistung, die er bringt, das CO2, das er dafür ausstößt, außerordentlich effizient. Bei weitem effizienter als Erdgas. Gut, jedenfalls, der Denkfehler, der besteht hier eben jetzt darin, dass wir davon ausgehen, dass wir mit diesem CO2-Speicherwald, den jetzt für nahezu alles brauchen und daher möglichst auch für alles andere nehmen sollten, und statt mit Holz zu heizen, was ja schon de facto erstmal wieder CO2 abgibt, doch lieber mit Liebe heizen sollen oder mit was auch immer, das wird hier ja nicht näher ausgeführt, mit was man bitte stattdessen heizen soll, damit eben dieser CO2-Speicherwald, der unabhängig von der Holzverbrennung tatsächlich auch dann Holz speichert, wenn wir es nicht verbrennen, für alles zur Verfügung steht. So, und hier ist es ganz entscheidend, liebes Bundesumweltministerium, nicht Amt, Ministerium, habe ich Amt gesagt, immer mal zwischendurch, ich glaube schon, dass wir uns klar machen, dass der Wald im Gegensatz zu Steinkohle kein dauerhafter CO2-Speicher ist. Und das hat man ja gerade jetzt, was wir auch eingangs diskutiert haben, dass der Wald ja überall abgeholzt wird und der Wald ja ach so furchtbar schlecht aussieht und so weiter und so fort, was ja auch nicht falsch ist. Gerade das zeigt doch, dass wir uns nicht vorstellen müssen, dass sobald der Wald ein Stück weit gewachsen ist, das CO2 sofort aus der Atmosphäre raus ist und es ist jetzt garantiert weg und alle Probleme sind gelöst. Denn wir müssen uns klar machen, der Klimawandel wird schlimmer. Scheißegal, was wir die nächsten Jahre anstellen. Selbst wenn wir morgen CO2-neutral sind, dann wird der Klimawandel trotzdem noch schlimmer, weil das alles ein träges System ist und die Dinge, die wir vor 30 Jahren verbrochen haben, jetzt erst zum Tragen kommen und das, was wir jetzt möglicherweise morgen richtig machen, eben auch erst in 30 Jahren zum Tragen kommt. Und das heißt, in jedem Fall wird es erhebliche Katastrophen geben, die eine Menge Wald vernichten werden. Das müssen wir uns schon drüber im Klaren sein, dass das passieren wird. So, in dem Moment, wo der Wald vernichtet ist, spielt es überhaupt keine Rolle, also umgefallen ist, die Bäume davon geweht wurden, von Käfer davon zerfressen wurden und jetzt am Absterben sind. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob dieses Holz jetzt angezündet wurde oder langsam verwest. Das kann 10 Jahre dauern, das kann 20, 30 Jahre dauern, aber innerhalb dieser 20, 30 Jahre haben wir über den Gesamtverwesungsprozess die ganze Zeit eine CO2-Emission. Weil wo geht denn das Holz, das verwesende CO2 aus den jetzt von langsam zermodernden Baumstämmen hin? Ja, auch wieder in die Atmosphäre. Ja? Also wir müssen, und das ist der Denkfehler, um jeden Preis verhindern, die Menge des im kurzfristigen Umlauf des CO2s befindlichen Stoffs weiter zu erhöhen, weil wir werden es niemals so gut aus der Atmosphäre rausbekommen, wie es jetzt noch draußen ist, in Form von sich im Boden befindlichem Erdöl, Kohle oder Erdgas. Ja? Und drum ist es so wichtig, mit allen Mitteln fossile Energieträger zu subventionieren, subventionieren bestimmt nicht, bloß nicht, nein, hört auf damit, ja, das findet ja leider immer noch statt. Deswegen, weil wir es nie wieder so gut aus der Atmosphäre rausbekommen werden, als den vergleichsweise geringen Aufwand zu betreiben, jetzt zu vermeiden, dass es überhaupt in die Atmosphäre reinkommt. Das kann gar nicht als wichtig genug eingeschätzt werden. So, und jetzt kommt es eben darauf an, mit wem man sich unterhält, mit dem Umweltbundesministerium, Bundesumweltministerium, so rum, die halten das offensichtlich für nicht so relevant. Habeck mit seinem Klimaschutzgedönse würde wahrscheinlich eher wie ich argumentieren.
passieren, könnte ich mir vorstellen. Zumindest das, was ich bisher von dem Mann gehört habe, ging eher in diese Richtung. Ja, aber hier haben wir es ja mit dem Umweltschutzministerium zu tun. Umweltschutz ist nicht zwingend immer Klimaschutz. Und das können wir hier momentan gerade, wie ich finde, sehr, sehr schön sehen, dass unsere liebe Regierung sich da gegenseitig ein kleines bisschen, ja, wie das auch in jedem anderen Bereich ist, ins Handwerk fuscht. Ja, Beispiel der NABU und die Windräder. Ja, der NABU ist ja zunächst mal ein Vogelschutzbund gewesen und sind sie ja bis heute. Das ist auch super, keine Frage. Ja, jetzt wäre aber für den Klimaschutz auch so ein Windrad eine ganz dufte Sache, aber blöderweise schreddert das Vögel zwar erheblich weniger als meistens behauptet wird, aber es kommt vor. So, und was tun, ja? Und auch da haben wir also einen Naturschutz im Sinne von Artenschutz, was ja häufig als Naturschutz verstanden wird, versus Klimaschutzkonflikt. Davon wird es sicherlich in den nächsten Jahrzehnten sicher noch viele, viele, viele geben, die da eine Rolle spielen. Noch ein Beispiel gefällig. Wir könnten diverse tolle Orchideen-Magerrasen, die eine riesen Biodiversität haben und vielen seltenen Insekten Zuflucht gewähren, schönen Schmetterlingen und wunderschönen Orchideen als Heimat dienen. Die könnten wir super mit Energieholz aufforsten, um noch mehr klimaneutrales Brennholz zur Verfügung zu haben, um weiteres fossile Energieträger im Boden zu lassen. Wäre also für den Klimaschutz toll. Für den Artenschutz erstmal scheinbar, weil dann die tollen Orchideen und schönen Schmetterlinge weg wären. Und jetzt ist halt die Frage, einen Tod musst du sterben. Und hier ist das offensichtlich die Aufgabe unseres Umweltbundesamtes, Ministeriums, scheinbar eher Artenschutz groß zu schreiben, anstatt Klimaschutz groß zu schreiben. Sehe ich zumindest so. Aber wenn wir im Artikel unseres Ministeriums nach unten scrollen, finden wir irgendwann den letzten Satz. Und der wiederum stimmt mich persönlich. Verträglich für das Klima ist Heizen mit Holz, also nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen. Und das ist ehrlich gesagt richtig. Denn abgesehen davon, dass Heizen mit Holz erstmal klimaneutral ist und nicht mehr fossile Energieträger in die Atmosphäre pustet, ist es halt nun mal auch ein endlicher Rohstoff, weil wir wie bei jeder vernünftigen Ressource, die wir vernünftigerweise nicht zu stark nutzen sollten, was wir mit fast keiner Ressource machen, also wir nutzen alles zu stark, soll heißen, sinnvoller Umgang mit Holz, insbesondere Brennholz, wäre, und das ist auch der Punkt, den, glaube ich, primär hier gemacht werden soll von unserem Ministerium, dass es einfach schön wäre, wenn es Kaskadennutzung von Holz gäbe. Ja, nur noch Kaskadennutzung von Holz. Und dass man gefälligst nicht das Holz als erstes verbrennen soll, bevor man es Kaskaden genutzt hat. In einer perfekten Welt wäre das auch so. Ja, also die Botschaft ist schon nicht ganz falsch. Sie wird nur häufig aus dem Zusammenhang gerissen, völlig falsch zitiert, wie zum Beispiel vom Wohlleben. Und er zeigt dadurch völlig unnötige Diskussionen und Spannungen in der Gesellschaft von den Leuten, die zum Beispiel denken, sie tun was Gutes für die Natur, indem sie mit Holz aus dem heimischen Wald heizen. Und die Leute tun ja wirklich was Gutes für die Natur, indem sie mit Holz aus dem heimischen Wald heizen. Und denen geht es jetzt scheinbar an den Kragen. Und das darf jetzt keiner mehr machen, weil das jetzt neuerdings blöd ist, weil wir jetzt neuerdings nur noch Kaskadennutzung machen sollen, was nicht realistisch ist. So, und das bringt uns zum Thema Kaskadennutzung. Was ist das? Das bedeutet, im Wald soll nach Möglichkeit nur noch qualitativ super hochwertiges Holz wachsen. Dieses qualitativ super hochwertige Holz war arbeiten wir dann zu einem wunderbaren Kleiderschrank, den kein Mensch bezahlen kann, oder zu einem Holzhaus, was zumindest ein bisschen ein paar Leute bezahlen könnten. Wenn sie ohnehin schon ein Haus bauen, dann kann man auch ein Holzhaus bauen. Da ist der preisliche Unterschied nicht mehr ganz so gravierend. Würde in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch weniger gravierend werden, wenn noch mehr Erfahrung mit dem Bau von Holz, insbesondere Fertighäusern, besteht. Holzhäuser sind auch sehr gut als Passivhaus umsetzbar. Da ist also alles super am Bauen mit Holz, ne? Keine Frage. Aber
Im besten wäre es natürlich, wenn überall nur qualitativ hochwertige Bauholzbäume rumstehen würden. Das ist aber nicht die Realität des Waldes. Da gibt es halt nicht nur tolle Bäume, da gibt es hier und wieder auch mal krüppelige Bäume, kleine Bäume, Baumarten, die aus Gründen der Biodiversität dringend erforderlich sind, aber kein gutes Bauholz liefern. Oder Baumarten, die nur dann Bauholz liefern, wenn man es vorher aufbereitet und relativ umständlich erst in einen verbaubaren Zustand überführt, wie das zum Beispiel bei der Buche der Fall ist. Relativ umständlich, nicht unmöglich. Also das habe ich nicht gesagt. Während dann wiederum die bösen, bösen Nadelbäume, die der Herr Wohlleben nicht mag, eben einfach umgeschnitten, in Balkenform getrimmt und eingebaut werden können und gut ist. Das ist eine hochgradig effiziente Angelegenheit und hilft uns außerordentlich weiter, wenn es um eben baubaren Rohstoff Holz gehen soll. Ein Buchenwald, möglichst noch ein alter, ist für stoffliche Nutzung nach 150 Jahren nicht mehr wirklich gut zu gebrauchen, weil dann haben die Buchen schon den ersten Pilz drin und dann ist ein Großteil des Stamms schon gar nicht mehr so, dass man den Stoff nicht nennenswert nutzen könnte. Das heißt, eine Welt, in der sämtliches Holz erstmal in Möbel oder Haus verbaut wird, ist einfach erstmal unrealistisch. Das funktioniert nicht. Ja? Der Teil des Holzes, der aber tatsächlich in Möbel oder Häuser verbaut werden könnte, da wäre es außerordentlich schön, wenn das in der Zukunft auch passieren würde, dass wir genau das machen mit unserem Holz, wo es irgend geht, langfristig zu einem langfristigen Produkt verarbeiten, weil auch hier gibt es einen Substitutionseffekt, nämlich wenn du ein Haus aus Holz baust, dann baust du es nicht aus Beton. Beton ist ebenfalls außerordentlich klimaschädlich, oder gar aus Stahlbeton, weil Stahlproduktion unendliche Mengen an CO2 freisetzt oder noch schlimmer Alu. Ja, so etwas in diese Richtung. Daher wäre ein Holzhaus schon immer zu bevorzugen. Ja, ne? Aber es stehen da eben nun mal auch noch Bäume rum, die nicht für sowas nutzbar sind. Bestenfalls kannst du daraus noch Papier machen. Super. Vielleicht kannst du daraus noch Dämmwolle herstellen. Super. Ja, aber es mag Fälle geben, in denen das entweder unwirtschaftlich oder nicht möglich ist. Und in dem Fall hast du da halt wirklich noch einen gewissen Anteil von Holz im Walde rumstehen, das für nichts anderes zu gebrauchen ist, außer für Brennholz. Und dann ist es durchaus legitim, dass man dieses anders nicht nutzbare Holz dann eben auch genau dafür nutzt, die eine Sache, die damit noch geht, nämlich als Brennholz. Ja, in allen anderen Fällen ist die Kaskadennutzung tatsächlich vorzusehen. Denn wenn das erstmal im Haus, ein Haus draus geworden ist und nach Hunderten von Jahren nach Möglichkeit, hoffen wir mal, dass die mal wirklich so stabil sind, unsere modernen Häuser, die im Mittelalter waren es, nach Hunderten von Jahren ist das Haus jetzt irgendwann hinüber und die Balken sind nicht mehr wirklich tragfähig, aber haben noch genug Struktur, dass man sie zum Beispiel noch zu Papier verarbeiten kann. Stellen wir uns das jetzt einfach mal so vor. Gut, jetzt wischen wir uns mit einem 100-jährigen Haus den Hintern ab, ein paar Jährchen lang, bis das auch aufgebraucht ist. Das Papier landet dann letztendlich natürlich in der Kläranlage, wird da irgendwie wieder ausgesondert, die Holzfasern dann als komischer Klärschlamm-Holzfasermix irgendwo auf einem großen Haufen. Und diesen großen Haufen, letztendlich nutzen wir den jetzt endgültig thermisch in einer hocheffizienten Verbrennungsanlage, die für viele Haushalte Wärme liefert und mit enorm großen Wirkungen Grad arbeitet und dann erst wird das CO2, was ursprünglich mal aus der Atmosphäre aufgenommen wurde, wieder in die Atmosphäre freigesetzt. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass jede Form auch langfristiger Holznutzung irgendwann halt doch auch wieder in der Atmosphäre landet. Ja, es mag zwar über 100 oder 200, im besten Fall vielleicht auch mal 300, aber das dürfte selten so sein, Jahre erst mal raus gewesen sein, aber es kommt halt doch wieder zurück. Ja. Langfristig lässt sich der CO2-Gehalt der Atmosphäre mit dem Wald, mit dem in Ruhe gelassenen Wald oder dem bewirtschafteten Wald nicht mehr reduzieren. Wenn wir das wirklich, wirklich komplett raushaben wollen, müssten wir es wieder irgendwie in die Erde bekommen, zu Kohle pressen oder sonst wie. Und das ist furchtbar energieeffizient, ineffizient und in absehbarer Zeit nicht möglich. Ja, drum Kaskadennutzung super, wo immer geht, machen auf jeden Fall ganz, ganz toll. Aber das heißt nicht, dass es nicht hin und wieder mal ein Holz gibt, das auch noch weiterhin zur Brennholznutzung genutzt werden kann. Sägerresthölzer aus der Sägeindustrie, die kann man natürlich verbrennen. Das ist insbesondere effizient, wenn zum Beispiel ein
Sägewerk sich selbst mit eigenen Holzresten heizt oder noch besser ein Heizkraftwerk dastehen hat und auch den Strom für die Säge mit eigenen Holzresten sozusagen erzeugt. Mehr Effizienz durch geringe Transportwege des relativ schweren Rohstoffes Holz kann man fast nicht erreichen. Da ist Holzheizen wunderbar und eine ganz, ganz tolle Idee, um mal ein Beispiel zu nennen. Weitere Beispiele, wo Heizen mit Holz noch nach wie vor Sinn ergibt und eine tolle Idee ist, sind grundsätzlich Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser, sofern für die Holzheizung ein sehr kurzer Transportweg gegeben ist. Und das gilt weltweit. Ja, also wo immer wir auf der Welt abgelegene Dörfer haben, neben einem nachhaltig nutzbaren Wald, nicht jeder Wald ist nachhaltig nutzbar, aber die meisten sind es dann doch, dann wäre es völlig bekloppt, da jetzt irgendwelche riesigen Industriegedönsgeschichten zu bauen, riesige Wärmeleitungen, Stromversorgungsgedönssachen, furchtbar große Felder von Photovoltaik neben das Dorf, obwohl das Dorf klein genug ist, um sich aus dem ihn umgebenden Wald nachhaltig mit Brennholz zu versorgen, sofern man dieses Brennholz dann für einen effizienten Brennvorgang in einer Heizanlage pro Dorf zum Beispiel nutzen würde, die einen Wirkungsgrad von 90% erreicht, im Gegensatz zu irgendeinem Kachelofen, der nur auf 50% kommt. Ja, ich weiß das nicht auswendig, das sind jetzt nur geratene Werte. Aber ungefähr so wird es wahrscheinlich schon sein. Das wäre zum Beispiel auch in der Zukunft für viele Regionen der Welt eine Form von nachhaltiger Brennholznutzung, die eben dann die teure Infrastruktur für moderne regenerative Energieträger fürs erste Mal nicht notwendig macht. Wenn man dann nach 200-300 Jahren noch Geld für sowas übrig haben, dann können wir denen ja auch einen aus der Luft und Liebe Energiemachgenerator ins Dorf stellen, falls es das bis dahin geben sollte. Ich wage es zu bezweifeln. Aber fürs Erste ist das durchaus eine Option. Und im Fall von Deutschland, wer einen kleinen Wald hat und am Rand von einem Dorf wohnt und sich in seinem eigenen Wald sein Brennholz schlägt oder im Dorfwald Brennholz schlägt, um das in sein kleines Häuschen am Waldrand zu bringen, der ist ganz bestimmt nicht ein ganz schlimmer Klimasünder, sondern für solche Fälle bei kürzesten Transportwegen macht das Sinn. Der Transportweg ist auch deswegen so relevant, weil Holz mit Holzheizen immer ineffizienter wird, je länger der Weg, über den das Holz transportiert werden muss. Will also China mit Holzheizen und nimmt dafür deutsche Fichte, dann ist das per se erstmal eine beschissene Idee, weil die muss ja erstmal nach China. Ja? Soweit so klar. So. Wenn andere regenerative Energieträger unverhältnismäßig wären, ist Heizen mit Holz ebenfalls durchaus eine Option. Soll heißen, irgendeine Hütte in irgendwo, die weder einen Bach hat für ein kleines Stromströmungskraftwerk, noch mit vielen Photovoltaikanlagen auf dem Dach zu versorgen ist, weil da ständig schlechtes Wetter herrscht oder irgendwie sowas und da auch kein Wind geht und so, dann kann man denen schon mal ein bisschen Holz vor die Türe liefern. Das ist dann immer noch die bessere Lösung, zumal ein eigenes Kernkraftwerk vielleicht auch ein bisschen übertrieben gewesen wäre. Ne? Also das sind nicht viele Fälle, aber das gibt schon Situationen, in denen das so ist. Insbesondere Österreich ist da ein schönes Beispiel. Es gibt in Österreich viele Dörfer, die ein Biomasse-Heizkraftwerk in oder am Dorf haben und halt so abgelegen irgendwo in den Bergen liegen, dass eine andere Form einer regenerativen Energiequelle einfach nicht verfügbar ist. Beziehungsweise unverhältnismäßig wäre, weil so ein kleines Dorf auch nicht ein riesiges Windrad mit ein paar Megawatt an Leistung benötigt. Ne? Gut, und dann hätten wir noch als Ergänzung für die Dunkelflaute zum Vorrat. Weil das ist nämlich auch durchaus ein Thema, wo uns unsere Biomasse sehr, 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 sehr helfen kann. Jetzt gehen wir spaßeshalber einfach mal von einer Zukunft aus, ob uns das, Entschuldigung, gefällt oder nicht, in der wir tatsächlich weitgehend auf regenerative Energiesysteme umgestiegen sind und politisch keine Kernkraft sich durchgesetzt hat. Das ist ja momentan noch ein bisschen in der Schwebe, aber tun wir mal so, als wäre das so. Wie gesagt, muss es nicht gefallen, einfach nur spaßeshalber, damit ich ein Szenario habe, worüber ich quatschen kann. So, und jetzt gibt es hier ja dieses Schreckgespenst, das durchaus nicht ganz völlig unrealistisch ist, ne? Gar nicht, der sogenannten Dunkelflaute. Heißt, wir haben zwar jede Menge
Menge regenerative Energiequellen, unglaublich viel Photovoltaik, jede Menge Spargel in der Landschaft stehen, die fröhlich vor sich hin drehen und Strom erzeugen. So, und jetzt ist dunkel und plötzlich ist der Wind aus. Ja, und das passiert jetzt über 2, 3 Tage. Das sollte noch kein Problem sein. Für sowas hat man dann zumindest erstmal ein paar Speicher. Hoffen wir, dass wir in der Zukunft auch reichlich Speicher haben und der Wind kommt nicht wieder und kommt nicht wieder und kommt nicht wieder und die Sonne auch nicht oder zumindest nur unzureichend. So, und jetzt wird es langsam knapp. So, und jetzt wäre es doch vielleicht ganz interessant, wenn man an diversen, nicht unbedingt so notwendigen Flecken, von zum Beispiel ehemaligen Industrieanlagen einen Riesenhaufen Holz rumliegen hätte. Ne? Und diesen Riesenhaufen Holz, den könnte man jetzt eben als speicherbaren, als im großen Stil speicherbaren Notstoff verwenden, um ein dafür vorgehaltenes altes Kohlekraftwerk stattdessen einfach mit Holz zu betreiben. Das geht in dem Moment an, wo du das Holz reinschmeißt. Das ist also sofort Energie, die im Netz gleich verfügbar ist und könnte dann eben für solche unwahrscheinlichen, aber nicht mal nicht auszuschließenden Szenarien wie eine langfristige Dunkelflaute, sogenannte, durchaus sehr, 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 sehr relevant sein, um immer noch ohne zusätzliches CO2 in die Atmosphäre zu pusten und über so einen schlechten Zeitraum problemlos drüber zu bringen. Mir wird wahrscheinlich dann irgendwann noch vorgeworfen, dass ich nichts zum Feinstaub gesagt habe. Also sage ich jetzt halt noch ein paar Sachen zum Feinstaub, bis mir die Stimme dann vollkommen weg ist. Also beim Feinstaub ist das Problem insbesondere dann groß, wenn viele kleine Einzelheizungen bzw. Öfen mit Holz heizen. Dann gibt es richtig viel Feinstaub, weil da die Verbrennung relativ ineffizient ist und es sich die meisten Leute nicht leisten können, einen hochkrassen Feinstaubfilter in ihren normalen kleinen Kamin oder sowas in die Richtung einzubauen. Das Problem wird deutlich kleiner, was wir mit Feinstaub haben werden, wenn wir Holz verheizen, primär eben erstens als Notlösung verstehen, im Fall einer Dunkelflaute in einer ansonsten regenerative Energiequellenwelt, weil in einem ehemaligen Kohlekraftwerk, das jetzt hin und wieder mal mit Holz läuft, wenn es notwendig ist, kannst du einen beliebig riesigen, effizienten, krassen Feinstaubfilter einbauen und die Feinstaubbelastung dürfte sich dann auf ein Minimum reduzieren dessen, was man zum Beispiel bekommt, wenn jemand daheim seinen Kamin außerdem noch falsch anzündet. Das ist nämlich ganz entscheidend, wie gut das angezündet wird, wie schnell das richtig brennt. Weil solange es noch nicht richtig brennt, schwelt es vor sich hin und dann wird vor allen Dingen Feinstaub emittiert. Das ist also schon ein wesentlicher Punkt, der noch nicht ganz abschließend geklärt ist. Das ist also ein Problem, ja, aber es gibt Lösungsansätze. Und da müssen wir halt mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Grundsätzlich gilt, wer wirklich am ADRW wohnt und da eben am ADRW dann auch mit Holzheiz, weil es nichts anderes gibt, der kann auch ein bisschen Feinstaub in die Luft pusten, weil da wohnt ja sonst keiner. Und damit ist das Umweltrisiko bzw. das Verletzungsgesundheitsrisiko für andere Personen minimal. Und für die Natur ist Feinstaub eigentlich selten ein größeres Problem. Eine Ausnahme gibt es, wenn zum Beispiel Feinstaub auf einen Gletscher gepustet wird, dann wird der Gletscher dadurch schwarz, heizt sich in der Sonne stärker auf und schmilzt schneller ab. Ja, also da kann man eben teilweise einen Zusammenhang herstellen. Und das spreche ich jetzt wieder gegen die Anlage, die Holz verbrennt in Österreich, in der Nähe vom Gletscher, den Österreich zum Teil ja noch hat. Andererseits ist auch schon egal, die Gletscher werden sowieso verschwinden. Das ist inzwischen absolut sicher. Und ja, schwieriges Thema, aber wollte ich nur kurz mal angesprochen haben. Zurück zum Hauptthema. Ja, also auch hier ist Holz eine ganz, ganz, ganz tolle Alternative für Spezialanwendungen. Ne? Für Spezialanwendungen, nicht für jedermann. Wohnst du in einer großen Stadt mit dezentraler Energieversorgung und musst in deinem Stadthaus unbedingt einen Kachelofen installieren? Sicherlich nicht. Also fürs Wohlbefinden vielleicht schon. Ja? Und ich möchte auch niemandem vorwerfen, der so ein Ding hat, dass das irgendwie schlecht sei. Aber notwendig ist das nicht und es ist in dem Zusammenhang
Zusammenhang auch sicherlich nicht besonders effizient, das Holz bis da mitten in die Stadt zu karren oder zu karren zu lassen, weil allein durch den Stadtverkehr, bis der dann mit seinem Holztransporter bei dir vom Haus angekommen ist und so weiter, da ist es schon zu viel Transportweg. Und dann ist es auch nicht mehr klimaneutral. Um klimaneutral zu sein, müsste man es im Prinzip mit dem Rucksack im Wald einsammeln und daheim eigenhändig in den Kachelofen werfen. Ja, alles, was an fossilen Energieträgern zum Beispiel wieder aufgewendet wird, um mit einem dicken, fetten Unimog im Wald rumzufahren, das Holz da abzuholen und es dann zu Hause abzuliefern. Der Diesel, der dabei drauf geht, sorgt dafür, dass es dann nicht mehr klimaneutral ist. Das ist zwar immer noch recht wenig Emission, wenn man bedenkt, dass das die große Menge Holz dann klimaneutral verbrannt werden kann. Aber ne, wenn du einen E-Unimog hast, wäre das natürlich was anderes. Sofern du den über lange Jahre die Batterieentstehungskosten amortisiert hast und ihn natürlich mit E-Strom betankt hast. Am besten von deiner eigenen Photovoltaikanlage auf deinem Haus, die du nicht hast, weil sonst müsstest du ja nicht mit Holz heizen. Ihr seht, es ist schon zugegebenermaßen kompliziert. So, und jetzt kann ich irgendwie so ein bisschen versöhnlich vielleicht am Schluss damit enden, dass ich aus einer politischen Perspektive ein kleines bisschen unser Umweltministerium verstehen kann, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, das Ganze so breit aufzufächern, wie ich das gerade getan habe, sondern nur ihren blöden, polarisierenden, doofen Drecksartikel da geschrieben haben und die ARD dann auch noch in ihrem Plus-Minus-Beitrag den Wohlleben aus dem Hut gezaubert hat. Ja, also es ist mal wieder, wie so oft, der schlechte Versuch, einen komplexen Sachverhalt allgemeinverständlich darzustellen, so dass Leute dann auch das Gefühl haben, sich mit der Materie auszukennen, nachdem sie diesen Beitrag geguckt haben und eine Meinung entwickeln zu einem Thema, das viel zu komplex ist, als dass sie dazu eine Meinung haben sollten, so sie nicht viele Stunden investiert haben, sich wirklich intensiv mit der Materie zu beschäftigen, was ihr gerade getan habt. Und das ist jetzt natürlich nochmal ein anderes Level von Wissen, was, sofern ihr mir folgen konntet, ihr nun habt, was weit über diesen Simplifizismus von Wohllebenbüchern oder Plus-Minus-Beiträgen von der ARD hinausgeht. Jetzt will ich nicht grundsätzlich Plus-Minus-Beiträge oder die ARD schlecht machen, aber es gibt halt eben viele Fachbereiche, in denen man sehr, sehr vorsichtig sein muss, nicht nur den Wald, sich eine abschließende Meinung zu bilden, bevor man eben alle Fakten dazu kennt. Darum gibt es auch sehr viele Lebensbereiche, zu denen ich keine Meinung habe, weil ich zumindest ausreichend gebildet bin, um zu wissen, dass ich zu ungebildet bin, um dazu eine wirklich sinnvolle Meinung abgeben zu können. So, lange Rede und letztendlich ist es kompliziert. Aber der Aussage, Heizen mit Holz ist nicht klimaneutral, möchte ich vehement widersprechen. Es ist zwar kompliziert und es ist nur in geringfügigem Umfang hier und da mal so richtig, richtig sinnvoll, mit Holz zu heizen, aber dieses Pauschalisierende ist nicht klimaneutral. Dafür gibt es eine deutliche Gesichtsstelle. Aber wirklich. Ne? So, mal gucken, was unsere aktuelle Regierung sonst noch so verbricht oder auch gute Ideen hat. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat sich jetzt also bisher zumindest meiner Meinung nach nicht mit irgendwelchen revolutionären Ideen hervorgetan. Aber wäre ja scheiße, wenn die es mir recht machen müssten. Ja? Und wäre ja noch beschissener, wenn ich plötzlich alles am besten wüsste, dann müsste ich ja den Olaf ersetzen und das wäre ja katastrophal. Dann gibt es ab sofort nur noch schwarze Getränke zu trinken und nein, das machen wir nicht. So, und damit haben wir es, glaube ich. Verabschiede mich. Danke fürs Antun dieses doch recht langen Monologes. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder im Wald. Ich hoffe, das hat einigermaßen funktioniert hier im Studio. Tschüss.